Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bildvideo auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute die fortgeschrittene Variante des PvP-Zauberers vorstellen. Das ist jetzt hier ohne Pets, das heißt also, wer hier gerne ein Pet-Bild gesehen hätte, der ist hier falsch am Platz. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, das ist das erste Mal, dass ich den jetzt hier überhaupt vorstelle auf dem Kanal. Dementsprechend schon mal von vornherein gesagt an dieser Stelle hier, dass es hier kein Update geben wird, was sich da im Vergleich zum letzten Patch verändert habe oder ähnliches. Deswegen lasst uns starten mit den Rassen. Was nimmt man da am besten? Was kann man da tun? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde auf jeden Fall den Altmeer wählen. Ich habe auf jeden Fall maximalen Schaden mit dabei und eine ganz gute Passive noch am Start. Ansonsten könntet ihr natürlich auch den Dunkelelfen, den Bretonen oder den Argonia wählen. Den Khajiit würde ich hier im PvP eher nicht wählen. Ansonsten Attributspunkte, da wir hier ein ziemlich gutes maximales Leben haben, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier alle Punkte in die maximale Marika zu stecken. Das sollte an der Stelle für Fortgeschrittene ja klar sein. Bedenkt bitte, ich bin hier gerade nicht im PvP, das heißt also, hier bekommen wir nochmal einen 5000 Lebensbuff obendrauf und verlieren ein bisschen Marika, ein bisschen Ausdauer. Das ist ja hier ein Non-CP-Bild, das heißt also, die Sachen fallen da weg und das Leben kommt dazu. Ansonsten als Buff-Food spielen wir hier das kräftige Bräu der Hexmutter. Ihr könnt auch das Urwerk Zitronenfilet spielen. Das gibt uns maximales Leben, maximal Marika und natürlich maximale Marika-Regeneration. 319 an der Zahl. Und das war es zu diesem Thema. Kommen wir als nächstes zu den Tränken. Da benutzen wir die Tree-Set-Pots, denn wir beziehen unsere Buffs wie Crit-Chance sowie als auch die 20% erhöhten Schaden bereits über Skills. Und wir brauchen die Ausdauer, denn das ist unser Schlüssel zum Sustain. Das heißt also, wir benutzen hier das, was uns alle drei Sachen wiedergibt. Wir sind ein Vampir für 10% erhöhte Regeneration und ein bisschen weniger Schaden. Sollte auch an der Stelle alles klar sein. Dann gehen wir weiter zu den Sets, denn die sind hier sehr interessant. Wir spielen Mächtiger Shudan, was uns den größeren Rüstungsbuff gibt, was uns erlaubt, den Orkan wegzulegen. Das ist ein ziemlich starkes Set, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten kriegen wir hier noch maximales Leben dazu, aber ihr seht, 8000 Resistenzen, kann man nichts gegen sagen und ein freier Skillslot, deswegen ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten spielen wir Hellheitsstolz, ihr könnt auch Licht spielen, nimmt sich nicht sonderlich viel. Licht wird ein kleines bisschen besser sein in einigen Situationen, Hellheitsstolz wiederum lohnt sich über Zeit. Denn wir kriegen hier nicht nur maximal Marika dazu, sondern auch nochmal Regeneration. Das ist quasi das Pirat-Skelett-Set der Marika-Spieler, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und als zweites Set haben wir Rüstungsmeister. Rüstungsmeister erhöht ebenfalls unsere Resistenzen, aber nicht nur das. Nein, noch zusätzlich bekommen wir, wenn wir eine Rüstungsfertigkeit ausgerüstet haben, also auf der Backbar, 5% mehr maximales Leben. Und obendrauf, wenn wir eine Rüstungsfertigkeit aktivieren, wird unsere magische und physische Resistenz für 10 Sekunden um weitere Resistenzwerte gebufft. Und das Ganze können wir natürlich mit auf die Frontbar nehmen, das heißt also, wir tragen das über einen Stab. Ja? Ich habe hier also einen Froschstab des Rüstungsmeisters und solange ich auf der Frontbar bin, sind die zwei Rüstungsteile deaktiviert. Das heißt, ich habe nur auf der Backbar das volle Set an. Hellheitsstolz habe ich die ganze Zeit aktiv. Alle Rüstungsteile hier sind in undurchdringlich zu spielen, da die Schilde ja inzwischen auch kritischen Schaden anfällig sind. Ansonsten, der Schmuck ist auf Arkan, ihr könntet den auch auf erfüllt transmutieren oder eins auf blutrüstig. Ich würde euch allerdings Arkan empfehlen. Wir tragen hier einmal Magieschaden und zweimal Magiekraft, reicht absolut aus. Glaubt mir, ihr braucht nicht mehr Regeneration. Auf der Frontbar trage ich einen vollendeten Flammenstab des Sanktoriums. Falls ihr nur einen unvollendeten zur Verfügung habt, nehmt den bitte nicht. Nimmt bitte den Willenskraftstab oder noch einen zweiten Rüstungsmeisterstab, ist auf jeden Fall effektiver, als einen unvollendeten Flammstab des Sanktoriums zu nehmen. Der unvollendete Flammstab des Sanktoriums aktiviert alle zweimal, wenn wir den Kraftschlag benutzen, wird verbrennen, unterkühlen oder wird der Gegner verbrannt, verkühlt, unterkühlt oder er wird verwirrt. Eins von diesen Fertigkeiten. Diese Fertigkeit muss innerhalb von 10 Sekunden ein zweites Mal gewirkt werden, um diesen Effekt zu aktivieren. Das heißt, beim zweiten Mal hat der Gegner schon so viel Schaden gefressen, dass er ziemlich wahrscheinlich kurz vorm Abkratzen ist. Das ist das Coole an diesem Set, denn dieses Setup macht unglaublich viel Schaden. Wir spielen auf der Frontbar erfüllt, allerdings an dieser Stelle würde ich euch das Ganze eventuell eher nicht empfehlen. Ihr könnt euch das aussuchen, ja. Entweder ihr spielt vorne Nürngeschliffen und Entzugsgifte,
Ihr braucht den Sustain aber nicht unbedingt bei diesem Sorg hier. Bei dem Einsteiger-Sorg war das noch ein bisschen anders. Da würde ich Gifte empfehlen. Hier nicht unbedingt. Hier ist die Feuerschaden-Glyphe auf jeden Fall effektiver. Also eine erfüllte Feuerschaden-Glyphe und eine erfüllte Berserker-Glyphe auf der Backbar wird euch hier den meisten Spaß machen bei diesen ganzen Geschichten, was die Sets angeht. Natürlich alles undurchdringlich. Das hatten wir ja schon. Arcan hatten wir auch schon. Dann kommen wir als nächstes zu den Skills, die natürlich interessant sind. Wir haben einmal zwei Skills, die unsere Magicka erhöhen, des Weiteren unsere kritische Wahrscheinlichkeit erhöhen, was natürlich auch für die Woge ziemlich praktisch ist, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Dann haben wir ein Schild, genauso wie den leichten Rüstungsschild. Warum wir den haben, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir den zermalmenden Schlag als Hauptspammable-Fertigkeit und die Kristallfragmente, die wir nur dann aktivieren, wenn sie sich selbst aktivieren. Dann haben wir den größeren Steinatronachen, der unsere Hauptulti darstellt. Dann haben wir den Blitzschlag, um den Gegner zu betäuben, beziehungsweise auch schnell aus Situationen entfliehen zu können. Dann haben wir hinten einen Slot, der theoretisch für nichts genutzt werden muss. Deswegen können wir hier ruhig die gebundene Aegis mitnehmen. Dann haben wir die absorbierende Magie. Das ist unser Skill, mit dem wir erstens ein bisschen Marke herstellen können. Und zweitens ist das natürlich ein Rüstungsskill. Das heißt, die absorbierende Magie aktiviert Rüstungsmeister. Das muss nicht unbedingt das schwere Skill sein. Das kann auch der leichte Skill oder der mittlere Skill sein. Das heißt also, wenn ich jetzt hier, wenn ihr im Blick auf meine, Resistenzen werft und ich jetzt absorbierende Magie aktiviere, dann schnellen die in die Höhe. Und das sind ziemlich, ziemlich geile Resistenzen. Ich meine, ihr seht das, wir sind hier mit einem leichten Rüstungsbild unterwegs, der mit einem leichten Rüstungsbild, der 5-2 trägt, das heißt 5 Teile leicht und 2 Teile schwer. Das heißt, das ist ein ziemlich guter Resistenzwert, den wir hier theoretisch erreichen. Dann gehen wir weiter. Als nächstes haben wir die kritische Kraftwoge hier an der Stelle. Die sorgt dafür, dass wir uns bei jedem Mal, wenn wir kritisch heilen, beziehungsweise wenn wir kritisch treffen, heilen wir uns. Andersherum, wenn wir kritisch treffen, heilen wir uns. Und das ist, hat eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Ihr seht das. Ist also ziemlich gut. Da kriegen wir permanent ordentlich Lebenspunkte zurück. Ansonsten haben wir noch den dunklen Austausch. Der gibt uns ebenfalls ein bisschen Leben. Was hier aber viel interessanter ist, wir tauschen unsere Ausdauer gegen unsere Magicka. Das heißt also, die 11.000 maximale Ausdauer, die wir hier haben und die Ausdauer, die wir zurückgehalten über den Trank, die merken wir doppelt und dreifach, denn wir können die ganze Zeit diesen Skill hier wirken. Ihr seht das, ich mache das hier mal ein bisschen, wenn ihr jetzt hier auf meine Balken schaut und ich jetzt hier den dunklen Austausch wirke, dann sind wir da ganz schnell wieder voll und verlieren dabei ein bisschen Ausdauer. In welcher Reihenfolge würde ich nun vorgehen? Ihr wisst, es gibt keine richtige Rotation. CPs gibt es hier ebenfalls nicht. Wir sind hier bei einem No-CP-Build für BGs und für Sotasil. Also gucken wir uns ein bisschen an, was ich hier machen würde. Nun, ich würde mich als erstes natürlich erstmal hochbuffen. Ihr könnt dann auch schon einmal den dunklen Austausch spammen, weil er natürlich einen Überzeiteffekt hat. Und dann würde ich als allerletztes, wenn ihr in den Kampf geht, die beiden Schilde aktivieren. Und dann geht es auch schon los, ne? Das heißt, dann spammt ihr eure Fertigkeiten. Denkt daran, euch ab und zu mal ein bisschen zu buffen. Und dann denkt daran, das Fragment immer nur dann zu benutzen, wenn es dann auch proccht. Ansonsten, das hier solltet ihr nicht machen. Ja, das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe in einem Hardcast, solltet ihr nicht machen. Ihr solltet immer auf das abwarten, bis eure Hände leuchten und dann könnt ihr eure unglaublich schönen Scherben hier aktivieren. So viel dazu. Das war mein Bild für die Fortgeschrittenen an dieser Stelle. Wer sich nicht so gerne auf Shodan verlassen möchte und mehr Damage machen möchte, der kann auch gerne mit Zahn spielen, als kleiner Tipp am Rande. Das war es aber an sich von meiner Seite aus und ich würde sagen, da dieser Sorg hier, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal so in dieser Form als Video erscheint, ich wünsche euch viel Spaß damit. Einen schönen Morgen, Mittag oder Abend euch noch und bis zum nächsten Bild. Tüdelü, euer Lexus.